Guten Abend, herzlich willkommen zum FCB Total. Der FCB geht erstmal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz. Und generell sind ja die kommenden Tage entscheidende Tage für Rot-Blau. Europäisch, national, aber auch auf dem Transfermarkt. Und dafür habe ich den absoluten Experten beim FCB, bei mir, nämlich den Kaderplaner Philipp Kaufmann. Herzlich willkommen. Besten Dank, guten Abend miteinander. Ernie. Sali, ja, schon lange nicht gesehen. Sali Chris, schön, dass du wieder da. Ja. Das 2-2, Philipp, ist das jetzt einfach eine Dolke im Rheinheft in der Startphase dieser Saison? Ist klar, wir hatten selbstverständlich auch gegen Lausanne die 3 Punkte geholt. Sind das erste Mal nicht mehr so ganz effizient gewesen, diese Saison, wie wir in den vorherigen Spielen eine bessere Effizienz an den Tag gelegt haben. Auch die ein oder andere oder der ein oder andere Fehler drin gehabt, wo dann Lausanne ermöglicht hat, das Goal zu schiessen. Aber allem in allem, wir nehmen den Punkt und am Donnerstag steht schon wieder das nächste Spiel vor der Tür und der Fokus ab heute liegt ganz klar wieder dem Spiel am Donnerstag. Offensiv furios, defensiv vielleicht ein bisschen kurios, so könnte man es nennen, so das 2-2 Unentschieden in Lausanne. Der Philipp hat es angesprochen, die Effizienz hat ein bisschen gefehlt und defensiv hat man wieder mehr Schwäche gezeigt als sonst. Die rot-blaue Siegesserie ist gestern mit einem Unentschieden beendet worden. Gegen Lausanne hat der FCB seine Offensivkraft erneut unter Beweis gestellt. Das entscheidende Goal hat aber nicht fallen. Die Spieler auf dem Platz sind in den Schlussminuten fast verzweifelt. Ja, definitiv. Es ist dann halt ein bisschen so, dass sie dann einfach nicht mehr rein wollen. Ich glaube, am Schluss müssen wir irgendwie zufrieden sein. Es ist eine anstrengende Woche mit den Playoffs in der Conference League. Ist auch nicht vom Druck her so einfach. Wir sind auch keine Roboter jetzt hier auf Kunststraße. Es war warm, 2-3 Tage später. Es sollte keine Ausrede sein. Wir hätten heute unbedingt gewinnen. Aber ich glaube, wir haben auch gesehen, dass wir alles dafür gemacht haben. Und heute ist es halt leider nicht so rausgekommen. Der FCB war über weite Strecke die dominante Mannschaft. In der Defensive haben sich aber Mängel aufgezeigt. Die noch nicht eingespielten Eray Cemert und Andy Pelmar haben Mühe mit den schnellen Gegenstößen. Ich denke, eigentlich sind wir nicht so schlecht ins Spiel gestartet. Wir kommen dann eigentlich durch die erste Chance ein Gegengoal über von ihnen. Und nachher ist es auch mega schwierig. Voll ihre Karten gespielt. Oder? Sie können sehr defensiv stehen. Wir müssen vorne drauf etwas riskieren. Und ich meine, sie sind Letzten, aber so unterschätzen tun wir auch keine Gegner. Und die können auch Fußball spielen, sie haben es auch letzte Saison bewiesen. Und gute Jungs darunter. Und dann ist es halt einfach so, dass wir dort ein bisschen müssen leiden müssen. Kommen super zurück, sind 2-1 vorne. Und dann müssen wir es eigentlich ein bisschen reifer abspielen. Nach den 9 perfekten Spielen hat der FCB gestern also auch mal einen Tag verwünscht, was nicht ganz nach Wunsch gelaufen ist. Nochmal, das Spiel ist heute vielleicht wie andere Matches jetzt bis jetzt oft vor uns gelaufen sind, wo wir viel in Führung gegangen sind und die Gegner können dominieren. Heute war das nicht so der Fall gewesen. Und darum ist es dann halt bis zum Schluss ein schwieriges Spiel gewesen, wo halt der Lucky Punch dann gefehlt hat. So muss der FCB mit einem leichten Dämpfer in die entscheidende Woche starten. Mit dem Spiel gegen Hammarby und IB. Eben, Philipp, wir müssen jetzt nicht überschreien, einen Dämpfer oder so, aber der Valentin Stocker hat etwas gesagt, man sei ja auch kein Roboter. Ist das auch vielleicht jetzt auch so ein Resultat oder so eine von der Belastung, die man jetzt auch in den letzten Wochen hatte? Ich glaube, Müdigkeit habe ich nicht gesehen bei der Mannschaft. Das hat auch gezeigt, dass wir gerade in den letzten 15 Minuten eigentlich nochmal haben können zulegen und uns können Chancen erarbeiten. Wir haben 5 Matches mehr in der Beine schon als jetzt im Vergleich zu Lausanne beispielsweise. Und das hat man vielleicht dann am Schluss auch gesehen, dass die nötige Effizienz, wie der Patrick vorhin hat, wo wir in den vorherigen Spielen einfach an den Tag gelegt haben, jetzt für einmal nicht haben können so umsetzen. Aber es gilt es zu akzeptieren und weiter geht's. Eben, also Lausanne war auch nicht schwach gewesen. Also, ist das für dich ein Dämpfer gestern? Für mich war das absolut kein Dämpfer gewesen, weil man kann nicht sagen, der FCB hat schlecht gespielt jetzt da unten. Man hat jetzt die 2 Punkte verloren, weil man schlecht war. Man war defensiv 2-mal nicht effizient genug gewesen. Man hat auch jedes Mal ein Goal gegeben. Aber wenn man gesehen hat, was man offensiv alles trotzdem noch geleistet hat, und gerade in den letzten paar Minuten kann man 3 Goal schießen, da kann niemand reklamieren und dann hat man da wieder souverän gewonnen. Man hat 2 Punkte verloren, aber man kann nicht verrückt sein.
auf irgendetwas, weil das Spiel ist okay gewesen und mit der Belastung, die man momentan hat, kann es halt einmal sein, dass man halt hinten einmal irgendeine in einer Position hat oder ein Spiel hat, wo nicht gerade alles in dem Moment geben kann. Und wenn man schaut, was das letzte Saison war, wenn man alle drei Tage Match gespielt hat, hat man ja nur geklönt, oh, wir haben zu viele Spiele, wir mögen wegen dem nicht und so. Ich habe da nicht einen gesehen, der nicht hat mögen, weil er jetzt alle drei Tage ein Spiel gemacht hat. Und darum, ich kann nicht einmal unzufrieden sein mit dem Spiel. Schauen wir auf die Tabelle. Also eben, wir sind ja noch ganz am Anfang der Saison, ist noch überhaupt nicht aussagend. Was uns stört, ist einfach, was der FC Zürich an erster Stelle ist. Mit der absolut maximalen Punktausbeute, dann schon der FCB und Lugano und IB Erni. Haben wir auch weniger? Ja, gut. Findest du das gerecht? Das ist logisch nicht gerecht. Ich glaube, der FCB hätte es auch können machen, wenn sie hätten wollen. Aber wenn man so einen Lauf hat, dann braucht man das auch nicht. Und da haben wir schon mal drüber geredet. Wenn es läuft, dann ist man auch nicht müde. Und dann sind die Gedanken auch nicht da. Dann will man spielen. Und der FCB hat einen Lauf. Und wie gesagt, auch in Lausanne, das Spiel, das war kein schlechtes Spiel gewesen. Und IB versucht halt jetzt vielleicht so ein bisschen Kräfte sparen, weil die auch merken, bei denen läuft es eben nicht optimal. Und dort kommt jetzt plötzlich die Müdigkeit, wenn es nicht läuft, dann tust du lieber mal ein Spiel ein bisschen verschieben und dich ein bisschen mehr erholen. Ja, und das sind so dann die Vorsichtstaktiken. Ja, und wenn ich da noch vielleicht noch schnell einhänge, ist absolut richtig, was der Erni sagt. Wir haben das selbstverständlich auch intern besprochen. Und ein weiterer Fakt, der für uns auch für Spiele gesprochen hat, ist, Lausanne ist das erste Mal die Saison auf Kunststrasse gewesen. Wir spielen jetzt am Donnerstag wieder auf Kunststrasse. Es ist einfach etwas anderes, ob auf Natur oder auf Kunststrasse. Und die Hauptprobe mitnehmen für das immens wichtige Spiel, das war sicher auch ein Punkt gewesen, nebst dem Lauf, der für uns gesprochen hat, dass wir den Match ganz normal bestritten, so wie er von der Liga geplant war. Bevor wir auf den Donnerstag schauen, schauen wir noch schnell zuerst auf IB. Ist man auf Augenhöhe? Hast du das Gefühl? Ich glaube, das ist Stand jetzt noch schwierig zu beurteilen. Und wir müssen auf uns schauen. Wir wollen jeden Match gewinnen. Das ist uns bis jetzt gut gelungen. Und an dem gilt es weitermachen, Woche für Woche. Und dann werden wir schlussendlich sehen, ob wir auf Augenhöhe können sein können. Ja. Also ich denke, IB hat gesehen, was der FCB jetzt geleistet hat bis jetzt in dieser neuen Saison. Die haben gemerkt, da läuft da etwas. Die Mannschaft ist gut. Die werden nicht mit so viel Selbstvertrauen wie auch schon können hierher kommen und spielen. Und das wird sich 100% bemerkbar machen in denen ihrer Leistung hier. Und der FCB weiss jetzt auch, was er kann. Ich meine, die Mannschaft, wie gesagt, die spielt gut, die spielt mit Freude, die zeigt Resultat. Wir haben einen Cabral vorne, wo den Samme jetzt im Moment richtig in den Schatten stellt. Und ja, es läuft jetzt wirklich für den FCB. Es sind entscheidende Tage, nicht nur für IB, sondern auch für den FCB. Also die Conference League, sage ich jetzt persönlich, das ist ein Muss. Klar, wir wollen in die Conference League rein, das haben wir von Anfang an so kommuniziert. Aber auch mit ihrer Ausgangslage? Also. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Hammarby hat es in der vorherigen Runde gezeigt, wo sie auch das Hinspiel 3-1 auswärts verloren haben und dann im Rückspiel daheim haben können 5-1 drehen. Hammarby ist heimstark, die haben jetzt zwar einmal verloren, ich glaube vor zwei Wochen davor, haben sie seit dem Februar 2020 kein Heimspiel mehr verloren. Also da erwartet uns nochmal ein guter Gegner. Aber wenn wir unsere Leistung können abrufen, wenn wir jetzt das in der letzten Woche haben können machen, dann bin ich überzeugt, dass wir den Weg in die Conference League Gruppenphase hinein werden schaffen. Was meinst du, wie schwer wird das in Schweden oben? Ja, leicht wird kein Spiel, auch das in Schweden nicht, aber sie haben jetzt doch wieder können vorlegen. Ich meine, allein die Reaktion, die sie gezeigt haben nach dem Ausgleich, wo ja jeder denkt, oh, jetzt wird es schwer und das wird nichts mehr und so. Da hat man nochmal zugelegt, hat zwei Goal geschossen und hat jetzt eigentlich einen komfortablen Vorsprung. Und das müssen die auch zuerst wettmachen. Und da läuft nicht jedes Spiel so wie das, was sie dort mit 5-1 gewonnen haben. Und wie gesagt, der FCB weiss jetzt, was er kann und ich bin überzeugt, dass die das werden überstanden. Für dich als Kaderplaner gibt es da zwei Szenarien, Gruppenphase, keine Gruppenphase, was das Kader angeht? Ja, sicher die Anzahl der Spieler. Also wenn wir nicht in die Gruppenphase hineinkommen, dann sind es einiges weniger Spiele, die anfallen, zum Spielen bei Laune halten. Das würde sicher einen Einfluss haben auf die Planung. Aber Stand jetzt, wir planen, dass wir in die Conference League Gruppenphase hineinkommen und dementsprechend ist auch die Planung im Moment auf das ausgelegt. Also verstand ich die richtig, dass
vielleicht, also ich will nicht verschreien, aber wenn wir jetzt nicht reinkommen, das müssen oder dass vielleicht ein paar Spieler auch wieder müssen gehen. Ich glaube nicht müssen gehen, nein. Aber sicher, wir starten jetzt in die letzten Wochen rein von dem doch auch wieder speziellen Transferfenster, wenn man das global, international anschaut. Und die Idee, die wir haben, das ist sicher auch ein Vorteil, wenn wir in die Gruppenphase reinkommen. Die Frage, die ich Philipp jetzt gerade stelle, ist, geht er oder geht er nicht? Das ist so ziemlich Talk of the Town. Also Basel interessiert momentan nur eine Frage. Bleibt der Arthur Gabriel beim FCB oder nicht? Die Angst der Fans ist natürlich gross, dass man einen wie grossen Namen vor ihm auch wieder an irgendeinen Top-Club verliert. Und ich meine, anhand von der Leistungen ist die Frage völlig berechtigt oder die Angst. Wir schauen es gerade mal knallhart an, die nackten Zahlen vom Arthur Gabriel. 9 Match-Erni, 14 Goals, 6 Assists. Ja, die Statistik die spricht natürlich voll für ihn und die spricht eigentlich auch fast dafür, dass der irgendjemand noch wird holen wollen. Aber im Moment ist halt auch auf dem Transfermarkt nicht so der Teufel los. Da entweder sind es die ganz grossen Superstars, die noch vielleicht ein bisschen etwas machen können. Und alle anderen ist man ein bisschen vorsichtig. Und ich denke auch der FCB wird ihn nicht zu günstig gehen, das wäre auch richtig so. Wenn er geht oder wenn man muss gehen, dann muss man auch richtig für ihn können kassieren. Er ist ja gerne da scheinbar und ich wäre auch froh, wenn er würde bleiben, weil er ist ja die Lebensversicherung momentan für den FCB. Philipp, wie viel Angebot hast du auf dem Tisch? Stand jetzt ist kein Angebot da, wo wir uns ernsthaft müssen oder sind intern am Diskutieren. Das heisst, der Arthur ist im Moment da. Der Ernie hat vorher angesprochen, es geht jetzt die letzte Woche los. Es ist, wie vorher gesagt, auch ein spezieller Transfer-Sommer wieder. Es muss vielleicht auch der erste Domino-Stein muss fallen und dann kommt das Ganze wieder ins Rollen. Aber das können wir in dem Sinn oder wissen wir Stand jetzt nicht. Wir müssen vorbereitet sein und wie der Ernie auch richtig gesagt hat, Arthur hat eine hervorragende Statistik. Wir wissen, was er für den Wert für den FC Basel hat und dementsprechend werden wir ihn selbstverständlich auch nicht verschenken. Also wir wollen nicht konkrete Zahlen, aber bei dieser Transfersumme, die ihr wollt, spielt natürlich auch darin hinein, dass noch 50% von der Recht, glaube ich, stimmt das? Dass sie noch das ist nicht korrekt. Es, sind ja. Sicher, es ist noch ein Teil bei Palmeiras, ja, aber das ist nicht in dieser Grössenordnung. Okay. Um genaue Zahlen zu nennen, das sicher ist. Am Schluss will man natürlich einen Gewinn machen. Oder? Wie siehst du aus vom Bauchgefühl her? Bleibt er? Bleibt er nicht? Also bis jetzt bleibt er. Bis jetzt ist er da und solange nicht anders kommt, ist er da. Man kann ja nicht im Fußball kann man nie hundertprozentig etwas voraussehen. Es kann sein, dass am letzten Tag plötzlich ein riesen Angebot da ist, wo man halt muss unterschreiben, wo man nicht mehr Nein sagen kann. Das ist einfach so. Ich denke, dass er gerne da ist, ist schon mal ein Vorteil für den FCB. Oder? Er ist wirklich gerne da, er spielt da gerne, es läuft ihm da super, die Fans unterstützen ihn und von dem her haben wir sicher gute Karten in der Hand. Eine Karte ist auch, wäre auch Qualifikation am Donnerstag oder, für die Conference League. Schwierig zu sagen, ob das wirklich auf einen Spieler Einfluss hat, die Conference League oder nicht. Das ist das erste Mal, wo der Wettbewerb stattfindet. Das ist auch für die Spieler etwas Neues. Man weiss noch nicht so genau, was für Mannschaften sind denn wirklich in dieser Conference League drin. Aber ja, es ist sicher eine Plattform, eine internationale, eine europäische Plattform, wo sich Spieler können präsentieren können, wo man einen Vergleich hat mit anderen Mannschaften aus anderen Ländern. Und das hat es in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt. Die Spiele, wenn man auf dem Niveau kann, gegen andere Mannschaften der Performance ist man einfach nochmal in einem anderen Rampenlicht als nur in Anführungszeichen in der Schweizer Meisterschaft. Erni, aus sportlicher Sicht ist der Arthur Gabriel, wir haben Zahlen gesehen, fast schon die Lebensversicherung vorne vom FCB gerade in dieser Phase. Darf man ihn aus sportlicher Sicht überhaupt gehen? Nein, wenn man jetzt nur die sportliche Sicht nimmt, dann dürfen wir nicht gehen. Ist ja logisch, das ist die Lebensversicherung vorne hin. Aber auch andere haben schon bewiesen, dass sie eben auch Goal schiessen können, dass sie auch miteinander harmonieren, Males mit all denen, die da vorne, der Esposito, wer auch dann immer da vorne reinkommt, auch ein Kasami kann Goal schiessen. Von dem her haben wir ja viele Leute in der Mannschaft, die können Goal schiessen, aber man hat natürlich nur einen Cabral. Und er macht natürlich aus allen Situationen Goal. Der kann, wenn er einen hinten reinschlänzen kann, von weitem. Er macht Kopfgoal, er macht Fallrückzieher. Der
Ja, der hat einfach ein Repertoire, das sonst keiner hat. Und das ist, wie gesagt, das ist natürlich für den FCB mehr als Gold wert. Und zwar wirklich schade, man würde noch verlieren, logisch. Es gibt die sportliche Seite, dann gibt es die finanzielle Seite. Also verkaufen muss man ihn ja nicht, oder? Nein, das ist ja so. Verkaufen muss man ihn nicht. Darum, nochmal Stand jetzt, er ist da. Wir wissen, was wir an ihm haben. Klar, er hat eine überragende Quote im Moment. Das sehen wir auch. Ich glaube aber, unabhängig, es kann sein, dass er sich verletzt. Also wir müssen unseren Job auch machen, in dem Sinn, dass wir auch variabler dort wieder werden. Das hat das Beispiel gegen Sio gezeigt, wo wir doch von sechs unterschiedliche Torschützen hatten. Klar, das kann man nicht immer. Im Sturm seine Aufgabe ist es auch, Goal schießen. Aber wir müssen schauen, oder ich sehe unsere Aufgabe so, dass wir in dieser ganzen Offensivabteilung Spieler haben, die für zweitletzte Pass, also zweite Assist, für Assist und auch für Goal verantwortlich sind, so werden wir auch unberechenbarer für den Gegner, selbstverständlich. Gibt es in den nächsten 11 Tagen, bis das Transferfenster schließt, gibt es da einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, ab jetzt nehmen wir nichts mehr an, weil wir nicht mehr können reagieren auch? Das ist so schwierig zu beurteilen. Selbst wenn wir sind parallel wie auf allen Positionen dran. Wir haben unsere Shortlist, man ist dort am Schauen, was geht. Ich erwarte wirklich, dass in dieser Woche im internationalen Bereich noch mal einiges wird gehen. Klar ist auch, wenn es dann 5 Minuten vor Schluss ist und man gar nichts hat, dann wird man nicht gehen lassen. Ja. Das können wir uns nicht erlauben. Also, ohne Namen zu nennen, bist du schon zum Beispiel an der Shortlist Nummer 1, Nachfolger Gabriel, hast du da schon Kontakt aufgenommen oder passiert das erst dann, wenn es konkret wird mit dem Arthur? Bei dieser Shortlist, bei allen Positionen, da muss man immer in Kontakt sein. Man muss wissen, es kann jetzt täglich etwas passieren, ein Spieler, der noch jemand anders geht. Darum gilt es auch, die Shortlist täglich wieder zu aktualisieren. Wie gesagt, jetzt am Donnerstag das wichtige Spiel, dass wir in die Gruppenphase reinkommen. Das geht auch nochmal, oder ist ein weiterer Meilenstein, der dann durch ist. Und dann schauen wir es an. Jetzt hat der FCB auch noch ein paar verletzte Erni. Der Edon, Cegova, der Cige, Nasser und der Korti Gintia, die werden ja jetzt doch ein bisschen länger ausfallen. Siehst du noch Handlungsbedarf? Ich denke im Moment nicht. Man hat ja ein gutes, breites, grosses Kader. Das hat man. Man muss nicht zusätzlich noch mehr engagieren. Man hat ja jede Position praktisch zweimal besetzt. Und die Leute, die da sind, die sind praktisch ebenbürtig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, Philipp, dass man da noch mehr muss jetzt ersetzen muss. Ja, sicher nicht auf Basis von diesen Verletzten. Also die drei Spieler sind verletzt, das ist korrekt. Die erwarten wir aber alle im Bereich von der Nationalmannschaftspause, ein bisschen früher oder ein bisschen später, dass sie wieder können ins Mannschaftstraining integriert werden. Also es sind nicht Spieler, die uns jetzt wirklich längerfristig ausfallen. Ja, wir haben generell noch ein, zwei Überlegungen, wo wir sicher dran sind. Spieler, die uns könnten verloren oder die noch könnten dazukommen. Aber wie der Ernie richtig gesagt hat, das Ziel ist, wir müssen überall doppelt besetzt sein, gut besetzt sein, wir müssen eine gute Breite haben, für wenn das Programm kommt, jeden dritten Tag spielen, dass wir auch die Qualität haben, mit dem Ziel, jedes Spiel können zu gewinnen. Namen, die natürlich da rumgeistern, sind der Eray, oder? Er hat schon immer da Fimiko Bululu. Kannst du da vielleicht, also es geht ja jenseits um da. Auf jeden Fall ein Zeichen dafür ist ja auch, dass der Bululu nicht mehr im Aufgebot ist. Ist du auch eben auf den Flügel, Innenverteidigung, sind das so noch die Gebiet, wo du den Fokus drauf legst? Ja, ich glaube, bei Meray ist auch Stand jetzt, es ist kein Angebot da. Meray kommt in sein letztes Vertragsjahr. Meray weiss man auch, ist ein Basler Junge, dass er irgendeinen den Schritt will machen. Aber das muss für ihn passen, für uns passen. Und das ist Stand jetzt noch nicht der Fall. Affi ist im Moment nicht im Aufgebot. Ja. Wir können auch nur 18 mitnehmen. Und die anderen machen das auch sehr gut. Und dementsprechend werden wir sehen, was dort noch wird gehen. Ernie, was tippst du am Donnerstag? Ja, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass sie das schaffen, weil die Mannschaft, die ist gut, die ist stabil, die kann auch auf Negativsachen reagieren, wie jetzt auf den Ausgleich letzten Match im Jockeli, wo ja viele denken, oh, jetzt, sogar auch der Sprecher das Gefühl, oh, jetzt kippt es ganz und so. Nein, man hat dagegen reagiert. Und das zeigt, dass das stimmt in der Mannschaft, dass man da nicht plötzlich dann aufgibt, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte. Oder?
Und das haben sie bewiesen und ich bin überzeugt, dass die dort weiterkommen. Ja. Also mit den FCB-Fans, weder wegen der Conference League noch wegen Mato Cabral aktuell noch schlaflose Nächte? Ja, also Conference League sicher auch. Wir brauchen einen konzentrierten Auftritt, wir brauchen einen guten Auftritt und dann bin ich auch überzeugt, dass wir in die Gruppenphase reinkommen können. Und, aber wir sind uns einig, eben, es braucht viel. Aktuell, so wie der FCB spielt, dass sie das 3-1 aus der Hand geben, oder? Also da muss Hammarby auch einen anlegen. Klar, ja. Wir haben uns eine gute Ausgangslage in diesem Hinspiel erarbeitet, das ist ja so. Und nichtsdestotrotz, man hat jetzt gelassen, plötzlich ein Fehler und dann ist man einmal hinten. Also wir brauchen eine top konzentrierte Leistung, eine gute Leistung. Aber nochmal, ich bin überzeugt, dass wir das können auf den Platz bringen können. Ja, aber auch in Lausanne hat man reagiert, oder? Man ist früh in Rückstand geraten. Mit dem hat man ja auch nicht so gerechnet. Und trotzdem, man hat reagiert, ausgeglichen und ist in Führung gegangen. Hat noch mal ein bisschen geschlafen, aber wie gesagt, in den letzten 6-7 Minuten kann man 3 Goal machen. Einer ist schon mehr Zufall, dass der nicht rein ist, wo der Goal rein hat. Und dann war ja alles wieder in Ordnung gewesen. Aber auch dort hat man gezeigt, wenn es plötzlich negativ wird, man kann darauf reagieren und das ist wichtig. Gut, dann hoffen wir, dass der FCB am Donnerstag und am Sonntag die Reaktion glückt. Vielen Dank, Philipp Kaufmann, bist du bei uns im Studio gewesen. Zum ersten Mal übrigens. Wir hoffen, nicht zum letzten Mal. Und Ernie, guten Match, falls du gehst am Sonntag. Gell? Und ja. Ihnen daheim vielen Dank. Haben Sie zugeschaut. Adieu miteinander.